2,5% ist die Zahl der Verkehrsunfälle auf Berlins Straßen im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Zugleich gab es insgesamt weniger verletzte Menschen als 2015. In einer gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei, Verkehrs- und Innenverwaltung wurden die Fakten erörtert und Bemühungen aufgezeigt, die zu mehr Sicherheit im hauptstädtischen Straßenverkehr beitragen sollen. Die Zahl der Unfälle ist leicht gestiegen auf 141.000. Das hat unterschiedliche Ursachen. Wir haben auch eine wachsende Stadt, das darf man nicht vergessen. Wir haben mehr Touristen in der Stadt. Wir haben die Witterung, sodass wir insgesamt eben diesen leichten Anstieg haben. Bei den Unfallfolgen ist es so, dass zwar die Zahl der Schwerverletzten und der Verletzten, Verunglückten leicht gesunken ist um 2,5%, aber die Zahl der Toten ist angestiegen auf nun 56. Kommen wir noch zu den Verunglückten. Können Sie über die Verunglückten noch etwas sagen, also einmal was die Altersgruppe betrifft? Also so, dass wir bei den Verunglückten auffällig haben, dass 2/3 der Verunglückten Fußgänger-Radfahrer sind. Das ist sicherlich auch die Großstadtsituation, warum das so ist. Und 26 von den 56 sind ältere Verkehrsteilnehmer. Dort ist es sicherlich so, dass sie auch oft körperlich eben nicht mehr so robust sind und schneller dann auch an den Unfallfolgen versterben. Wer sind die Unfallverursacher? Kann man da zum Beispiel eine bestimmte Altersgruppe ausmachen? Und vor allem, was sind die Unfallursachen? Also wir haben quantitativ eigentlich 3 Gruppen, die wir im Auge haben. Das erste sind die älteren Verkehrsteilnehmer. Da haben wir seit Jahren ja einen Anstieg. Und das fällt auch auf, dass etwa 60% der Unfälle selbstverursachte Unfälle sind. Das hat sicherlich auch was zu tun mit möglicherweise nachlassenden Fähigkeiten, das heißt, das Reaktionsvermögen wird vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht auch das Sehvermögen und so weiter, was dazu beiträgt. Die zweite Gruppe sind die jungen Menschen zwischen 18 und 24. Da ist es so, dass wir in dem Alter typisch haben ein erhöhtes Risikoverhalten. Also man geht ein vergleichsweise hohes Risiko, einen Unfall zu verursachen, mit vergleichsweise einem geringen Zeitvorteil. Auch da ist die Quote der Unfälle, die selbst verschuldet wird, bei 60%, also deutlich über die Hälfte. Und die dritte Gruppe, die wir im Auge haben, das sind die Kinder. Und dort ist es halt so, dass auch da der Anteil der selbstverschuldeten Unfälle etwas höher ist. Und das liegt daran, dass eben in dem Alter man oft die Verkehrssituation nicht richtig erfassen kann. Und was sind die häufigsten Unfallursachen? Na, die häufigsten Unfallursachen, da muss man jetzt unterscheiden, wieder mengenmäßig oder von der Schwere her. Mengenmäßig ist es so, dass das Fehler beim Abbiegen sind, dass es zu geringer Sicherheitsabstand ist und so typische Dinge wie Fahrstreifenwechsel, eben wo es dann auch zu den kleineren Sachschäden kommt. Auch das Urteil gegen die beiden Kudamm-Raser, die in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen Rentner bei einem illegalen Autorennen getötet haben, wurde von Polizeipräsident Klaus Kant begrüßt. Die beiden Männer wurden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Thema Raser, illegale Autorennen, das ist ja schon länger in der Stadt präsent. Und das Urteil setzt hier nochmal ein klares Signal. Das ist sicherlich nicht stellvertretend für alle anderen Fälle. Das war eben auch eine besondere Konstellation. Aber es zeigt ganz deutlich, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist und dass Menschen getötet und schwer verletzt werden können. Und das muss auch deutlich Beachtung finden. Und ich hoffe, dass dieses Urteil auch in der Szene wahrgenommen wird, zu einem Nachdenken und zu einem Umdenken führt. Das ist meine sehr starke Hoffnung an der Stelle. Und wie möchten Sie generell für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen in Zukunft? Wir haben ja ganz unterschiedliche Zielgruppen, die wir auch bedienen. Wenn wir jetzt die Tuning- und Raser-Szene sehen, werden wir weiter präsent sein, auch die Profilierungsfahrten weiter verfolgen, so wie wir das ganze letztes Jahr und 2015 schon beginnen gemacht haben. Wir haben dann noch andere Zielgruppen. Wenn wir mal das Thema Radverkehr sehen, haben wir den Schwerpunkt, ja, die Radverkehrsstaffel wirklich zu etablieren als Dienststelle mit eigenen Planstellen, das fortzuführen. Das ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Wir haben auch in unseren Zielsetzungen mit den Abschnitten verstärkt die Abbiegeunfälle im Visier, weil das oft Unfälle auch mit schweren Folgen sind. Leider sehr aufwendig in der Verfolgung und der Prävention. Und wir werden natürlich weiter Verkehrssicherheitsarbeit machen. Das heißt, mit den Kindern, Jugendlichen entsprechende
Verkehrsunterrichte machen, Radfahrprüfung abnehmen und auch mit den Schulen sehr eng kooperieren. Staatssekretär für Inneres Christian Gäbler sprach seinerseits mehrere Bereiche an, in denen noch gemeinsames Engagement nötig ist, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Berlin zu gewährleisten. Wir wollen zum einen die Einhaltung der Verkehrsregeln noch mal stärker ins Bewusstsein rufen, insbesondere das Zuparken von Radstreifen, Radspuren, Busspuren oder auch Gehwegen. Das hat ein hohes Gefährdungspotenzial, das ist kein Kavaliersdelikt und da muss halt auch entschlossen gegen vorgegangen werden. Sie möchten auch einiges für die Radfahrsicherheit tun, was zum Beispiel? Zum einen, das ist ja Sache der Verkehrsverwaltung, zum einen sollen mehr Radwege, Radspuren angelegt werden, mehr Schutzstreifen, um sozusagen auch den Abstand zwischen Fahrrädern und Fahrzeugen dort sicherzustellen. Wir müssen insgesamt die Kontrolldichte erhöhen, eventuell auch sagen, die Verwarnungsgelder für Verstöße müssen erhöht werden. Und wir wollen natürlich durch zusätzliche Blitzer, sowohl stationär als auch mobil, hier ein vernünftiges Geschwindigkeitsniveau sicherstellen. Dann haben Sie auch zwei Unfallursachen genannt, einmal Alkohol am Steuer und einmal Geschwindigkeitsüberschreitung. Was möchten Sie in diesen zwei Punkten konkret tun? Ja, beim Thema Alkohol am Steuer gibt es ja Aufklärungskampagnen. Auch da ist aber sicherlich wichtig, dass auch die klar gemacht wird, was sind die Folgen von solchen Sachen und was können auch sozusagen an Strafen, was kann sozusagen an Strafen folgen oder eben auch, wie gefährdet man damit auch Menschen? Bei der Geschwindigkeit ist es tatsächlich so, dass Menschen klargemacht werden muss, wer mit unangepasster Geschwindigkeit in bestimmte Situationen reinfährt, gefährdet nicht nur sich, sondern insbesondere auch andere und muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Insofern ist so etwas wie jetzt das Urteil gegen die Raser mit der Mordfeststellung schon ein deutliches Signal, dass es hier eben nicht um leichte Verfehlungen geht, sondern wirklich um große Gefährdungen. Wie bewerten Sie dieses Urteil? War es angebracht? Ich glaube, das Urteil ist richtig, um einfach das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass jemand, der mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist, eben ein hohes Gefährdungspotenzial hat und damit verantwortungsbewusst umgehen muss und sich deswegen auch an die Regeln hält. Und wer das nicht macht, muss gewährleisten, dass er Menschen tötet damit und insofern dann auch mit den Konsequenzen rechnet. Dann haben Sie auch noch das Thema Telefonieren im Straßenverkehr angesprochen. Und zwar sollten nicht nur Pkw-Fahrer oder Radfahrer eben nicht telefonieren, sondern auch Fußgänger darauf achten, dass sie ihr Handy in der Tasche lassen. Ja, wir haben tatsächlich mit den Smartphones und dass jeder der Meinung ist, er muss immer überall erreichbar sein und sofort antworten. Das Problem ist nicht nur beim Autofahren, wo es natürlich besonders gefährlich ist, noch auf dem Handy rumgetippt wird und nicht auf den Verkehr geachtet wird, sondern auch Fußgänger im Gehen das machen. Davon können wir nur dringend abraten, weil dadurch sie sich selber natürlich in erhebliche Gefahren auch bringen, sondern da wirklich die Regel gilt, stehen bleiben, zum Telefonieren oder SMS schreiben, stehen bleiben, das in Ruhe machen und dann erst den Weg fortsetzen, sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer als auch für zu Fußgehende. Letzte Frage nochmal, Thema Fahrradstaffel. Wie hat sich die Fahrradstaffel bewährt und wie soll es da noch weitergehen in Zukunft? Die Fahrradstaffel ist sehr positiv, sowohl von den Wirkungen her im Verkehrsgeschehen als auch für das Image der Polizei und auch für das Verhältnis Polizei-Radfahrende. Wir wollen dieses Projekt weiterführen, also die Stellen, die dort jetzt ja erstmal ausgeliehen waren, die sollen dauerhaft im Haushalt verankert werden und wir wollen den Aktionsradius der Fahrradschaffel auch erweitern über das Gebiet der Direktion 3 hinaus für die gesamte Berliner Innenstadt. Das Thema sicheres Radfahren in der Hauptstadt liegt auch Verkehrssenatorin Regina Günther besonders am Herzen. Wir sehen, dass für Radfahrer vielerorts zu wenig Platz ist und diesen Platz möchten wir schaffen. Wir möchten durch bauliche Maßnahmen, teilweise durch Radschnellwege, teilweise durch gesonderte Radwege, Möglichkeiten bieten, dass die Radfahrer sicherer von A nach B kommen. Es haben sich ja besonders viele Unfälle ereignet aufgrund von Abbiegefehlern. Wie kann man diese Fehler sozusagen aufgrund von baulichen Maßnahmen ausmerzen? Einerseits kann man natürlich durch mehr Sichtbarkeit, wo die Fahrradfahrer wirklich fahren, aber andererseits bei LKWs ist bestimmt die Frage, ob man auch verstärkt Kameras in die Außenspiegel einmontiert, sodass eine größere Übersichtlichkeit ist, auch für den Fahrer. Dann möchten Sie auch für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr sorgen, inwiefern?
Bei den Kindern hat sich gezeigt, dass gerade das plötzliche Betreten der Fahrbahn, also eigentlich gar kein Bewusstsein, in welcher Situation sie sich befinden, zu deren Unglücke oder Verunglückung führt. Insofern arbeiten wir daran durch 25 Jugendverkehrsschulen, die wir weiter ausbauen wollen, dass Kinder sicherer sind, indem sie wissen, wie sie sich besser im Straßenverkehr bewegen sollen. Kann man vielleicht auch die Schulwege mit baulichen Maßnahmen schützen? Wenn das notwendig ist, werden wir das tun. Da müssten die Bezirke bei uns aber auch vorstellig werden. Aber ich würde das natürlich auch in Erwägung ziehen. Und haben Sie besondere Hotspots noch so im Visier, wo Sie verstärkt für Sicherheit sorgen möchten? Also augenblicklich identifizieren wir besonders kritische Kreuzungen und daraus werden wir dann einen Pool von Kreuzungen benennen, die wir umbauen wollen. Alle Bemühungen von Polizei, Innen- und Verkehrsverwaltung zielen also auf eine sichere Teilnahme der Berliner am Straßenverkehr ab. Denn auch wenn bezogen auf die Einwohnerzahl die Hauptstadt bundesweit am wenigsten Verkehrsunfalltote beklagen muss, sind 56 Menschenleben definitiv zu viel.